Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich Videos über China und über den Kommunismus gemacht habe. Ja, also vielleicht fragt ihr euch, was habe ich damit zu tun? Gut, inwiefern ich was mit dem Kommunismus zu tun habe, beziehungsweise, naja, zu tun habe, sagen wir es so, naja, zu tun sicherlich nicht, aber inwiefern ich den Kommunismus erlebt habe, obwohl ich ein Wessi bin, das habe ich schon ein bisschen angesprochen in den Videos, in denen ich über meine Kindheit gesprochen habe. Ja, gut, das ist natürlich auch, das ist ein bisschen persönlich, ja. Also, ich wurde quasi, ja, ich wurde kommunistisch erzogen, obwohl ich ein Wessi bin. Ja, aber das ist eine lange Geschichte, da bin ich auch drauf eingegangen in den Videos, wo ich über meine Kindheit gesprochen habe. Gut, aber was habe ich mit China zu tun? Ja, ich bin ja offensichtlich kein Chinese, auch wenn ich jetzt hier ein chinesisches T-Shirt angezogen habe. Ja, übrigens, wenn ihr Chinesisch könnt, ja, dann ja, wahrscheinlich werden jetzt nicht viele verstehen, was da drauf steht, aber wenn ihr es versteht, dann ja, sagt's weiter. ja, gut, aber was habe ich damit zu tun? Ja, weil ich bin ja offensichtlich eine Langnase, ja, also so sagen Chinesen zu Ausländer. Ja. wie soll ich das am besten erklären? Ich habe lange Zeit, das ist auch der Grund, warum ich mich manchmal so ein kleines bisschen über Pegida lustig mache. Ja. Ich habe lange Zeit neben einem Asyllager gewohnt. Ja, das war das Asyllager in Braunschweig. Ja. Sehr, sehr interessant übrigens. Ja. Das ist nämlich in der bösen Lagerstraße 1. Ja. Ist kein Witz. Das Asyllager in Braunschweig. Die Adresse ist Böse Lagerstraße. Ja. Was daran liegt, dass es tatsächlich, ja, ich weiß nicht, irgendein Lager oder sowas, vielleicht sogar ein Arbeitslager oder so, im Zweiten Weltkrieg war, ja, irgend so eine Funktion hatte, ja, und daher der Name der Straße, ja, weil das war halt das böse Lager und daher böse Lagerstraße, ja, und die Adresse ist beibehalten, das Lager ist auch beibehalten, weil das ist jetzt einfach ein Asyllager, die Zustände dort haben sich nicht wirklich verbessert, ja, also, Pegida hat keine Ahnung, wovon sie reden, ja, diese ganzen Pegida-Anhänger, zum 100. Mal, ich habe nichts gegen Pegida, ja, aber sie haben einfach keine Ahnung, wovon sie reden, sie haben nie ein Asyllager von innen angeschaut, ja, die sagen einfach nur, die lesen diese Zeitungsberichte in der Bild und so und dann meinen sie, ja, den Asylanten, dem wird alles in den Arsch geschoben, ja, und die kommen hier alle her, um zu schmarotzen, ja, aber sie haben nie mal ein Asyllager angeschaut. Ja, hätten sie das nämlich gemacht, ich habe mir das Asyllager angeschaut, von innen, ja, und die Zustände sind wirklich sehr erbärmlich, ja, und natürlich sagen sie, sie machen das, ja, sie machen absichtlich die Zustände in den Asyllagern so schlecht, um die Leute rauszufiltern, die es nicht wirklich nötig hätten, ja. Weil wenn die Zustände in Asyllagern schlecht sind, dann kommt keiner auf die Idee, ja, Asyl zu beantragen, wenn er es nicht wirklich nötig hat. Ja, das ist der Hintergedanke dabei. Das Problem dabei ist bloß, dass im Endeffekt, ja, genau, es funktioniert. Genau, und wer übrig bleibt, sind die Leute, die es wirklich nötig haben, Asyl zu beantragen, die wirklich verfolgt werden. Und die werden dann in so ein Asyllager gesteckt, ja, wo die, und die Umstände sind, dort sind wirklich, wirklich schlecht, ja, also die werden da teilweise zusammengepfercht, ja, es ist schlimmer wie im Gefängnis und, ja, und eine Toilette auf einem, ja, in einem,
ja, wie sagt man, in quasi in einer Baracke eine Toilette für, was weiß ich, 100 Leute oder so. Und 10 Leute auf dem Zimmer und also wirklich schlechte Umstände, ja. Eine Küche für 100 Leute, ja, und lauter so unglaubliche Sachen. Und sie müssen bis 10 Uhr abends müssen sie zurück sein. Sie dürfen die Stadt nicht verlassen. Sie brauchen eine Sondergenehmigung, wenn sie die Stadt verlassen wollen und so weiter. Also wirklich menschenunwürdige Bedingungen, die nicht viel besser sind als ja, nicht viel besser sind als die in den Arbeitslagern, aus denen sie nicht selten geflohen sind. Also quasi von einem Lager ins nächste sozusagen. Ja. Also ja, das, also gut, das jetzt dazu. Und ja, und das eben, was ich damit zu tun habe, weil ich habe dann halt viele von diesen Flüchtlingen eben genauer kennengelernt und habe mir dann halt auch wirklich mal angeschaut, wie die leben, und habe mich eben ja mit denen angefreundet und so, ja. Und dann habe ich eben auch viele Flüchtlinge aus China kennengelernt, ja. Und die meisten Flüchtlinge aus China, ja, die wurden wirklich in China verfolgt, die waren in China in Arbeitslagern. Und da habe ich jetzt zum Beispiel ein Interview rausgekramt, ja, aus der Zeit, wo ich auch zu hören bin in dem Interview. Aber es geht nicht um mich, sondern es ja, geht um meine Bekannte, die eben da gerade aus China wieder frei geworden ist. Und da haben wir dieses Interview gemacht. Und was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, also ihr merkt, das Interview ist schon ein bisschen älter natürlich. Ja, ich war damals natürlich auch noch ein bisschen jünger. Aber ja, gut, die Verfolgung in China geht weiter. Deswegen finde ich es wichtig, da drauf aufmerksam zu machen. Und ja, das ist die eine Sache. Und noch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich hoffe, sie hat jetzt nichts dagegen, wenn ich das sage. Ja, aber ich finde es einfach wichtig, weil es eine Sache ist, die mir aufgefallen ist und die mich einerseits sehr schockiert hat. Ja, weil es mir ganz einfach gezeigt hat, wie schlimm die Umstände da in so einem chinesischen Arbeitslager wirklich sind. Und andererseits hat es mir auch selber geholfen. Ja, ja, ich habe auch viel über Gehirnwäsche geredet, ja. Also was mir aufgefallen ist, ist, die Leute in diesen Arbeitslagern, die werden wirklich Gehirn gewaschen. Ja? Ich habe ein bisschen schon drüber geredet, wie das genau funktioniert in meinem Video über Gehirnwäsche. Ja, und dann habe ich mich da ein bisschen beschäftigt, und das hat mir dann auch persönlich geholfen, auch meine eigenen Erfahrungen eben, meine traumatischen Erfahrungen aus meiner Kindheit aufzuarbeiten. Ja. Also insofern hat mir das alles auch persönlich dann geholfen. Ja. Nämlich, was mir aufgefallen ist, dass sie, ja, nachdem das Interview vorbei war, sind wir noch so ein bisschen zusammen durch die Stadt gelaufen und haben uns verschiedene Sachen angeschaut, haben uns Museen und so angeschaut. Und ja, wir haben noch ein bisschen drüber geredet, und vor allem, ich hab sie sehr bewundert, dass sie während dem Interview über all die Sachen ja, so offen und direkt sprechen konnte, ja, weil das waren ja sehr traumatische Sachen für sie. Aber dann habe ich gemerkt, dass sie noch irgendwie, ja, dass sie Angst hat, ja. Und dass sie, oder vor allem, dass sie Schuldgefühle hat, ja. Weil sie nämlich in dem Arbeitslager zu Sachen gezwungen wurde, die sie nicht wollte, natürlich, ja. Und dazu gezwungen wurde, gegen ihr Gewissen zu handeln. Und dafür hat sie sich geschämt, das hat ihr leid getan. Und dann hat sie irgendwie so Schuldgefühle entwickelt, und man hat irgendwie gemerkt, dass sie das doch fertig gemacht hat. Während dem Interview hat man das nicht gemerkt, aber hinterher, als ich dann noch ein bisschen Zeit mit ihr verbracht habe, habe ich das gemerkt, ja, wie sehr sie eigentlich immer noch darunter gelitten hat. Ja. Ich denke,
ja, wenn sie das jetzt hören sollte, dass es nicht schlimm ist, dass ich das jetzt gesagt habe. Ich denke mal, mittlerweile, ja, hat sie das jetzt, denke ich, auch überwunden. Und wie gesagt, das hat mir selber auch geholfen, weil ich habe dann über meine eigenen traumatischen Erfahrungen aus meiner Kindheit nachgedacht und habe gemerkt, da gibt es eben auch Sachen, wo ich mir Vorwürfe mache, ja, wofür ich eigentlich nichts kann, wozu ich von bösen Leuten gezwungen wurde. Und in dem Moment checkt man das aber nicht und man gibt sich selber die Schuld dafür. Und das hat mir sehr geholfen, dann eben auch meine eigenen Erfahrungen aufzuarbeiten. Und ich hoffe, mittlerweile hat sie das auch geschafft und ja, und gibt sich keine Schuld mehr für Sachen, zu denen sie von bösen Leuten gezwungen wurde, für die böse Leute verantwortlich sind. Ja. Aber das ist quasi Teil dieser Gehirnwäsche im Prinzip. Ja. Man denkt immer, ja, die Gehirnwäsche, die dauert an, solange man halt in so einem Arbeitslager und so weiter ist und solange man geschlagen wird und so. Ja, das wäre die Gehirnwäsche. Nein, die wirkliche Gehirnwäsche, die kommt danach, ja. Wenn man dann eben anfängt, sich Schuld für die Dinge zu geben, zu denen man gezwungen wurde, ja, unter Anwendung von Gewalt und so weiter. Ja? Aber hier das Interview. China ist im Augenblick das Land, in das Politiker gerne reisen, denn China boomt. Und da heißt es nicht den Anschluss verpassen, wenn es um lukrative Geschäftsabschlüsse geht. China ist aber auch das Land, das Andersdenkende foltert und in Arbeitslagern interniert. Norbert Fischer hatte jetzt die Gelegenheit, mit einer Chinesin zu sprechen, die solch einen zweijährigen Leidensweg gerade hinter sich hat. Bis in den Januar 2002 klingt das Leben von Qiu Wei wie eine Erfolgsgeschichte. Sie lebt und studiert 6 Jahre in Berlin. Dann bekommt sie eine Anstellung als Wirtschaftsingenieurin und geht für eine deutsche Firma nach China. Aber die damals 31-Jährige ist auch Anhängerin der buddhistischen Meditationsbewegung Falun Gong. Das sind auch rund 100 Millionen Chinesen. Der chinesische Staat aber hat Falun Gong verboten. Und rund 100.000 Chinesen, so schätzen Menschenrechtsorganisationen, sind deswegen in Haft. Als Qiu Wei in Peking Flugblätter für deren Freilassung verteilt, wird sie sofort verhaftet und kommt in eine Untersuchungszelle mit 20 Personen. Verhöre und Demütigungen nehmen ihren Anfang. Ich durfte auch nicht ins Toilette gehen. Kein Wasser zu trinken, nicht stehen, nicht sitzen. Ich durfte eigentlich nur hocken, so Knie unten lassen. Und genau auch bei diesem ersten Tag bei meiner Periode, ich durfte keine Damenbinder von meiner Tasche nehmen. Ich durfte auch nicht in diesem Tag nicht zur Toilette gehen, auch nicht kein Wasser trinken. Und die Ernährung dort ist auch so ganz unmenschlich, täglich nur zweimal den Sinakor mit dem Wasser gekocht. Und da drin gibt es zahlreiche Ungeziefer. Ich habe sehr viele Arten davon gelernt eigentlich. Nach der Untersuchungshaft wird Qiu Wei in ein sogenanntes Umerziehungslager verlegt. Sie muss regierungstreue Texte verlesen, wird mit Schall berieselt. Bis zu 12 Personen kümmern sich alleine um sie. Im Schichtdienst wird verhört. Gehirnwäsche und Gewalt rund um die Uhr. Im Nacht haben die Leute angefangen, mich zu schlagen. Bis ich nicht mehr aushalten konnte, habe sie mit meinem Kopf zu einer Wand gestoßen. Zu den Foltermethoden gehört neben Prügeln bis zur Bewusstlosigkeit auch Dauerkniebeugen und einfach stehen. Ich habe 2 Damen gesehen, die haben dort mehr als 30 Tage lang gestanden. Das heißt, überhaupt nicht ins Bett gehen am Nacht. Ganze Zeit, die haben solche dickere Unterbeine als Oberbeine.
Auch Xu Wei erfährt diese Behandlung, kann sich kaum bewegen und hat offene Wunden, die ohne Versorgung schwer verheilen. Nach dieser sogenannten Umerziehung kommt sie dann in ein Frauenarbeitslager. Dort halten sich die Aufseher Drogenabhängige als Erfüllungsgehilfen. Xu Wei hat miterlebt, wie eine junge Frau von denen fast zu Tode geprügelt wurde. Die 8 Drogenabhängige haben die geschlagen, besonders mit den Schuhen zu ihrer Unterlapp. Nachher, nach diesem unmenschlichen Schlag, war das Mädchen nicht mehr in Ordnung im Kopf, fast so verrückt so ausgesehen, und sie hat auf dem Bett mehr als 20 Tage gelegt. Mindestens 1000 Falun Gong-Anhänger sind auf diese Art zu Tode gekommen. Menschenrechtler schätzen die Dunkelziffer auf eher 10.000. Die Regierung führt sie öffentlich als Selbstmörder. Und die Offiziellen und Aufseher waschen ihre Hände in Unschuld. Man lässt andere die Drecksarbeit machen und belohnt sie in einem perfiden Punktesystem mit vorzeitiger Freilassung. Die sind wirklich so schlau und so schamlos, muss ich sagen. Die zwingen solche Drogenabhängige. Und die sagten, wenn du jetzt machst, kriegst du doch mehr Punkte für jeden Tag. Wenn man dort mehr Punkte sammelt, dann darf man schon früher austreten. Deswegen sind die solche Drogenabhängige immer mit großem Interesse anzusetzen, uns zu kontrollieren, zu schimpfen, zu schlagen. 2 Jahre später, im Januar 2004, wird sie aus dem Arbeitslager entlassen und unter Hausarrest gestellt. Und jetzt, noch einmal 9 Monate später, durfte sie schließlich nach Deutschland ausfliegen. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hatte für ihre Freilassung gekämpft und ihr Name stand mit auf der Liste, die Schröder und Fischer bei ihren Besuchen in Peking mit im Gepäck hatten. Und auch der Braunschweiger Manuel Hürth hat seinen Teil dazu beigetragen, mit einem wahren Postkartenbombardement. Da hatten wir mehrere gemacht. Wir hatten eine an das Lager natürlich, eine an die deutsche Botschaft in Peking, eine an das deutsche Konsulat in Shanghai und an verschiedene wichtige Personen und jeweils ein bisschen anders und so eine Appellkarte direkt eben nach China. Ich dachte, das ist besser als Schröder schicken. Mir ist gesagt, es gab 60.000 Postkarten aus meineswegen nach China zu dieser Arbeitslager geschickt von Deutschen. Deswegen, obwohl ich gar keine davon bekommen habe, aber trotzdem bin ich ganz herzlich dankbar. Xu Wei hat das Lager nördlich von Peking überlebt und ein Zurück gibt es für sie nicht mehr. Sie hat sich für Berlin und die Freiheit entschieden. Ich möchte ein ruhiges und einfaches Leben haben. Das heißt, ganz normal arbeiten und Steuer für Gesellschaft bezahlen und ein ruhiges Leben zu haben. Ein Beitrag von Norbert Fischer. 8:25 ist es jetzt.